Hallihallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu FFX5. Und ja, wir haben diese nette Iris kennengelernt, jetzt auch mal persönlich. Und ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal hier. Ich will da hinten eigentlich zu dieser Nebenquest. Oh, da sind mehrere. Die schauen wir uns direkt einfach mal an. Ich bin mal gespannt, was es da noch alles zu holen gibt. Sicherlich vieles. Vieles. Gleich drei. Drei sehe ich da auf Anhieb. Hallo. Alles frisch von den Bullen. Bis nein. Zum nächsten Mal. Aufgabe. Aufgabe, genau. Hey du, sag mal, du nimmst nicht zufällig Jagdaufträge an, oder? Wer Was? Ich? Naja, weil wir ein paar Jäger gut gebrauchen können, um unsere Ernte zu sichern. Ich wollte mich eigentlich bei Meldatio melden. Aber wenn du sowieso Zeit hast, dann kann ich mir das ja auch sparen. Details erfährst du auf der Farm. Viel Erfolg. Auf der Jagd nach der grünen Bohne. Das machen wir wann anders, oder? Oder wir schauen uns erstmal die anderen Aufträge an. Ich würde ehrlich gesagt gerne mal mit der Hauptquest vorankommen. Die Hauptquestplatte steht ja echt in Flammen. Ah, der kleine Junge hat was für uns. Hallo. Oh, bist du zufällig Jäger? Ja, warum fragst du? Naja, weil wir gerade dabei sind, neue Handelsrouten zu sichern, weißt du? Was du nicht sagst. Dafür hatten wir einen lokalen Jäger eingespannt, aber der meldet sich nicht mehr. Das riecht nach Vertragsbruch. Also, falls du deinen Kollegen da draußen treffen solltest, erinnere ihn an seine Pflicht. Okay, ein eiserner Geschäftsmann, dieser junge Kerl. Und hier... Da schon wieder. Hallo? Hä? Da, Aufgabe. No. Mit einem mobilen Untersatz? Na schon, aber... Dann könntest du mir vielleicht helfen. Wäre no. Super, wenn du meine Waren aus einem liegen gebliebenen Transporter bergen könntest. Der wurde unterwegs angegriffen. Der Fahrer ist getürmt und guter Rat nun teuer. Omnibus Interrupts. Interruptus. Okay. Ich mache mir Sorgen wegen den ganzen Jagden. Das häuft sich ja richtig. So. Okay, wir haben eine ganze Liste an Aufgaben jetzt. Oh. Stufe 19, Stufe... Oh. Okay, wir haben eine ganze Menge zu tun, meine lieben Freunde. Ich weiß nicht, sollen wir erstmal... das ist... Ich weiß nicht, wir lernen so die ganze Gegend mal kennen. Das ist echt nicht schlecht. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt auch mal. Bitte hasst mich nicht dafür, aber wir müssen echt mal hier weitermachen mit Nebenquests. Hauptquest ist immer noch Zeit. Da gibt es viel Zeit für. Das ist eine Stufe 19 Aufgabe und die anderen Stufe 10. Vielleicht sollten wir das einfach mal machen. Oder? Na, Quatsch. Wir machen das natürlich. Wir machen das natürlich. Wir haben jetzt schon so oft Nebenquests gemacht. Genau. So frech wie der Rest. Warst du als Kind nicht so, Ignis? Zumindest nicht, dass ich wüsste. Nicht verlaufen. Können wir uns hier eigentlich den Chocobo rufen? Nee, das geht hier drin natürlich nicht. Das wäre sehr unhöflich, wie der alte Mann das dem Kind immer sagt. Huch. Ja. Hallo, ich bin Prinz. So. Würde auch gern mal wieder mit dem Auto in die Werkstatt. Das ist ein bisschen pimpen. Fällt mir jetzt so nebenbei ein. Oh, nochmal eine Nebenquest da hinten. Da bin ich mal gespannt. Da unten. Nanu? Das ist doch der von Lost. Das ist der von Lost? Ah, du bist doch der Jäger aus Insomnia, nicht wahr? Genau. Ah, wusste ich's doch. Schlimm, was in Insomnia passiert ist. Brauchst du vielleicht Geld?
Ich suche nämlich noch freie Mitarbeiter. Du und deine Freunde sehen mir genau richtig aus für den Job. Wie ist? Wie ist? Worum geht's denn überhaupt? Ist ganz leicht. Ich brauche jemanden, der mir ein paar Fotos macht. Und zwar von der Kautesplatte. Aus dem Norden und dem Süden. Na gut. Was? Wirklich? Vielen Dank, mein Freund. Mal sehen, wo treiben wir denn eine Kamera für euch auf? Schon gut, haben eine. Ach, tatsächlich? Ihr seid also Profis. Ich warte hier auf euch. Bringt mir die Aufnahmen, wenn ihr sie habt. Okay, Charakter aus Lost. Die Gang wird sich darum kümmern, aber nicht heute. Nicht heute. So, wir bleiben nämlich an dieser Aufgabe dran. Oh, das ist so viel, was wir jetzt erledigen können. Ich will das mal machen. Das ist Stufe 8 Aufgabe. Oh. Es gibt halt viel Erfahrung dazu. Das machen wir auf jeden Fall noch. Aber ich will jetzt erstmal wieder ein bisschen mit der Hauptquest vorankommen. Nebenquests wird es immer geben. Hä? Wieso? Ja, der scheint noch andere Absichten zu haben. Seid nicht so paranoid. Naja, ich glaube, den werden wir auch noch öfter begegnen. Der Prompto da hinten, der postet schon wieder. Oder ist es er? Ja, natürlich. Es ist Prompto. Aufgabenziel. So, wir fahren die Höhle hinter dem Wasserfall. Besuchen. 3 Minuten Fahrt. Sind die Leute in dieser Stadt nicht auch unglaublich offen? Ja. Hier grüßen einen alle auf der Straße. Widerlich. Anders als in Insomnia, was? Da grüßen die Menschen nicht mal den Prinzen. Warte, die Musik passt gerade nicht. So. Final Fantasy 1 Original Soundtrack. Oh. Und wir sind immer noch in der Freizeitkleidung. Das ist auch wieder schön mit dem Sonnenuntergang. Wobei das wahrscheinlich nicht die beste Idee ist. Wegen, ihr wisst schon, sicher und so. Der Tank ist auch noch gut voll eigentlich. Also alles kein Problem. Sei denn, hier sind gleich irgendwelche Siecher unterwegs. Und wo die Seilbahn hinführt, das würde ich auch noch gerne wissen. Das finden wir alles bestimmt noch raus. Boah, da hinten, Alter, wie das kokelt. Und die ganze Umgebung hier, da hinten der Kristall, der Meteor. Krass. Gladio hat was zu erzählen. Die Sonne geht bald unter. Noct, allmählich sollten wir überlegen, wo wir übernachten wollen. Ja, finde ich auch. Ja, wie weit ist es denn noch? Latschen. Ja, das ist halt echt da fährt sogar eine Seilbahn, cool. So. Ich will mich kurz mal umschauen. So, das ist gar nicht mal so weit mehr. Vielleicht sollten wir aber hier mal... Ich weiß nicht, ist da irgendwas? Eine Ortschaft? Altlestallium? Sollen wir zu dem Parkplatz? Ich weiß nicht. Es ist halt... Komm, wir steigen mal... Das ist jetzt halt mitten im Nirgendwo. Manuelles Fahren. Zeit zu gehen. So, los geht's. So, Moment. Zeig mir mal die Karte nochmal. Dafür müssen wir jetzt, glaube ich, hier, oder? Moment. Ja, da hoch. Ich hoffe mal, jetzt kommt kein Siecher oder so. Aber bei unserem Glück. Moment. Dafür ein bisschen heldenhafte Musik.
Vielleicht sollten wir uns auch wieder umziehen, weil die Klamotten, die machen ja auch noch ein bisschen Schaden und heilen Kräfte und was weiß ich. Im Tunnel werden aber keine sicher sein, oder? Ich hoffe es mal nicht. So, ich schalte mal hier durch. Was es nicht für Musik alles hier gibt, das ist richtig cool. Final Fantasy 7. Krass. Da werden beim einen oder anderen wahrscheinlich Erinnerungen wach. Oh. So, ich glaube, wir müssen gleich hier abbiegen, oder? Ich glaube, wir sind richtig. Ja. Nur noch ein paar Meterchen. Da hinten ist der Königsfelsen. Und ja, da haben wir gleich unser Ziel erreicht und kommen in die nächste Gruft vielleicht. Hinter den Wasserfall. Da ist ein Parkplatz. Kann man da auch übernachten? Raus mit euch. Alles klar. Wie wär's mit einer Pause? Ich wollte da eigentlich auf den Parkplatz. Moment. Gibt's ja nicht. Ich wollte... Ja, ich weiß, was du willst. Im Dunkeln fahren ist gefährlich. Schlafen wir irgendwo. Ja, ich weiß doch, Mann. Ich hab doch... Gott, du... Ich bin auch fit. Von mir aus. Aber fahr bitte vorsichtig. Wir fahren nur 3-4 Meter, mein Lieber. Nur 3-4 Meter. Willst du wirklich noch fahren? Es ist ziemlich dunkel. Das bekomme ich gerade noch hin. Da will ich parken. Da will ich parken, genau. Weil da können wir auch übernachten erstmal. Und dann gehen wir schön sicher zu unserem neuen Platz und suchen ein Schwert. So, guck mal da. Sollen wir einkaufen gehen? Auf geht's. Nacht, komm schon. Nein, schlafen. Ab ins Bett. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mit denen kann man sich ja auf gar nichts einigen. Übrigens, ich hoffe, dass die Mikrofonlautstärke jetzt optimal ist. Ich habe da immer wieder ein bisschen dran rumgepfeilt. Man hört es auch in den Folgen von Bioshock Infinite, dass ich in jeder Folge einfach mal eine andere Einstellung habe. Ich weiß, das ist nervig, aber ich komme einfach nicht auf die optimale Einstellung. Ich weiß nicht. Am Anfang lief das immer ganz gut. Iris. Okay. Gladio weiß davon. Spätestens ab jetzt. Die Stadt gefällt mir echt total gut. Oh ja. Wirklich eine sehr schöne Stadt. Aha. Die Markposer. Und der Typ von Lost. Der Typ ist einfach klasse. Ich weiß nicht warum. Oh, das ist cool. Das ist doch klasse. Und wieder ein Bild von den beiden. Ja, ja, sind ganz nette Bilder jetzt dabei. So. Der Typ ist einfach klasse. So. Da wieder der Ignis, der Hotelposer. Aber ich finde, wir lernen immer wieder neue Leute kennen, die einen ganz eigenen Charakter haben. Und das ist schon cool. Das ist schon richtig cool, die Charaktergestaltung hier in dem Spiel. Auch die NPCs, alle, die hier rumlaufen, alle möglichen Charaktere, auch die, die keine großartigen Sprecherrollen oder so haben, die machen alle was Individuelles und das gefällt mir richtig gut. Vor allem in so einer großen Stadt wie hier macht jeder so sein Ding und das wirkt alles richtig lebhaft einfach. Das ist richtig schön. Gefällt mir richtig super duper gut. Auch mit den Fotokünsten vom Prompto, man sieht, der verbessert sich.
Der lernt immer wieder dazu, auch mit den Filtern, ganz cool, obwohl dieser Filter, ich weiß nicht, ist das ein Filter oder einfach nur überbelichtet, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind da auf jeden Fall coole Sachen immer wieder dabei. Finde ich cool, dass sie alle dazulernen und ich weiß nicht, auch von den Klamotten her, ich finde das, ja, es ist, manche Outfits sind halt jetzt eher so, ja, okay, kann man machen, muss man aber nicht, aber ich finde, für Cosplayer ist dieses Final Fantasy so ein riesen, wirklich, wie das Spiel eben an sich, eine Open World, da kann man sich von einigen Charakteren ordentlich was abschauen. Da gibt es richtig viel. Richtig viel, was man da, ja, was man sich da als Kostüm machen könnte. Und eben, vor allem so, das ist easy zu machen. Das ist easy zu machen. Aber nun ja. Nun ja. Wer es tragen kann, kann es eben tragen. Und ich würde mal sagen, da wir uns jetzt lang genug diese Bilder angeschaut haben, machen wir einfach in der nächsten Folge zu Final Fantasy 15 weiter und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Bis dann, meine lieben Freunde. Ciao. Tschüss.